Liebe Zuschauer und herzlich willkommen, liebes Publikum, in der Rhein-Main-Halle in Wiesbaden. Wir alle wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und wir bringen für Sie Volksmusik aus Irland, Bulgarien, Griechenland, der Schweiz und selbstverständlich aus Deutschland. Den Anfang hat unsere Jugend gemacht und man sieht, alle guten Dinge sind drei. Unsere drei Jugendorchester haben eine große Musiktradition und sie spielen heute stellvertretend für alle Jugendorchester, die es bei uns gibt. Und Gott sei Dank gibt es ja recht viel. Vom Schwäbischen Meer, dem großen Bodensee, kommt die Knabenkapelle Meersburg unter der Leitung von Werner Assmacher. Applaus 1953 wurde dieses Orchester gegründet. Es bekam schon viele Preise und hat in seinen charakteristischen Rokoko-Kostümen auch schon ein großes Stück Welt gesehen. Dann haben wir hier das Jugendmusikchor der Stadt Bad Kissingen, geleitet von Hans Wolgast. Die jungen Musiker tragen die Uniform der fränkisch-bayerischen Grenadiere und die erinnert an den Anschluss des Großherzogtums Franken an das Königreich Bayern vor über 150 Jahren. Vom reizvollen Mittelfranken kommt die Dinkelsbühler Knabenkapelle, geleitet von Adolf Deschler. Aus der Chronik dieser Kapelle ist zu lesen, dass die Buben-Baukenschläger bereits 1552 erstmals urkundlich genannt wurden, gell? Und seit 1897 tritt die Dinkelsbühler Knabenkapelle in dieser friedrizianischen Rokoko-Uniform auf. Richtig. So, meine Damen und Herren, bevor es jetzt mit unseren 150 Burm und Madeln weitergeht, kann ich Ihnen noch verraten, dass unser heutiges Programm wie ein medizinisches Rezept ist. Es wurde mit Liebe ausgesucht.
Alle meine Gäste sind mit Herz dabei. Es läuft nicht über die Leber, geht nicht an die Nieren, schlägt nicht auf den Magen, regt den Kreislauf an und es muss nicht von der Krankenkasse genehmigt werden. Meine Damen und Herren, spielen alle drei Orchester miteinander für Sie einen schneidigen Marsch auf. Aber unsere drei Jugendorchester kommen gleich noch einmal. So, und jetzt ist Plattdütsch dran. Ich darf Ihnen eine Gruppe vorstellen, die schon seit Jahrzehnten die norddeutsche Mundart, die Musik und den Tanz pflegt. Sie wurde 1906 von den Heimatdichtern Gorch Fock und Hinrich Friede als Theatergruppe gegründet. Das Ensemble spielt in aller Welt und es begeistert immer wieder durch seine folkloristische Vielfalt. Und dass es so ist, das ist nicht zuletzt dem langjährigen Leiter Adi Albershardt zu verdanken. Erst vor kurzem feierte das Ensemble 75-jähriges Jubiläum. Aber es ist wie eh und je jung und spritzig geblieben. Hier nun ein Stück Hamburg. Die Finkwader Spieldil.
der Büchsen seine Schau und einen echten Busch herum. Raude Dolger um den Hals und kribbelt wie der Ärmels um. Doch wie kribbelt nicht bloß Ärmels durch und dir sind ja in Acht. Habt ihr erst wohl mit uns, das ergibt das meisten lange Nacht. Wie sind die Jungs von Hilf? Wie hat am rechten Fleck das hat und wie sagt glatt? Wie sind die Jungs von Hilf? Und für den Dienst hat wieder Hand so wenig Ersatz. Und darum sech to Vater und Mutter, wenn sie die Morgen fragen dürft, wie diese Jungs ist eins im Butter, jo, diese Jungs von dem bringt eins im Laut. Von Hans und Gret, Vitrin und Klos, und kein du denn auch ans noch wehren. Tja, da kann ich nicht sagen, das weg nicht mehr.
Schingelingeling, die Ralala, Ralala, Schingelingeling, die Ralala, 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 hey! Als Mutter nur als Trächter guckt, to wör sich an den Tisch ranmuckt, to füll er dat ob einmal in, du musst er auch Muskanten wehen sonst. Und als der Rotz besloten wär, muss denn auch geliegs ein Laustopär in unserem Eulfiedelsmann, der heil scheint vielen von bloßen kann. Schingelingelingelingelalala, oh ha ha, lalala, Schingelingelingelingelalala. Als hei nu kein, tau hei dat Glick. Muskant, spiel op und mog Musik. Und Hans und Gret, als Frau und Mann, du füng sich doa dat Dasen an. Schingelingeling, die Ralala, uhaha, Ralala. Schingelingeling, die Ralala, Ralala. Nu! Und als der ob der oben käm und ey muss kam sich fix ein nehm, Töckung an dat besinnen weg, hey viele meistens achterns dech. Tschingelingelingelalala, wahahalala, tschingelingelingelingelalala, ralalalala, hey! Und als die Glock wieder rieglich eng, da mögen sich all die Leute auf die Beine, die Brüge am Dickung mit der Brut und mit der Hochzeit wird nu gut. Tschüss! Tschingelingeling, die Ralala, Ralala, Tschingelingeling, die Ralala, Ralala, hey! Gedicht, jeden Tag ein Lüt Geschicht, jeden Tag ein Handvoll Blatt, ich läuf und mein dat überall wat. Sag mal dein Aufland, ja ich würd so gern, du in Land ums Land, öfter Plan Deutsche, und mit dir nicht gern, vielleicht kann ich's dann, wo an Schutz dat lehren, selber irgendwann, sag mal dein Zeit. Merkst nicht lang allein. Warum nicht gleich heute?
oder vom Marschland, Mäuven am Mittenstrand. Sag mir, wie lang kriegt die dat noch zu sein? All mein Leben war ich doch vergeben, die Menschen zu wiesen. Kick, all dat hab wie du verarmen und nicht du verdammen. Dann lohnt sich das Leben bei uns an die Küste. Ich singe Ihnen jetzt ein uraltes Lied aus München. Und da muss ich Sie gleich darauf aufmerksam machen, was bei uns in München die Au ist. Die Au ist eines der ältesten Stadtviertel, lauter so kleine Häuserln. Und inmitten dieser kleinen Häuserln, da steht ein Baum, ein Birnbaum. Und ich weiß es dir. Ihren Baum singt man bei uns in München folgendes Lied, Bittchen.
drunter in der Grenerau steht ein Bim-Bam-Trocklau. Juhei, drunter in der Grenerau steht ein Bim-Bam-Trocklau. Was ist an dem Baum? Ein wunderschöner Ast. Ast am Baum, drunter in der Grenerau steht ein Bim-Bam-Trocklau. Juhei, drunter in der Grenerau steht ein Bim-Bam-Trocklau. Was ist an dem Ast? Ein wunderschönes Astern. Astern, 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 Ost, Ost, am Pam, Pam, mit Rau, drunter in der Grenerau steht der Pimpantrocklau. Juhei, drunter in der Grenerau steht der Pimpantrocklau. Was ist an dem Astern? Ein wunderschönes Zweigerl. Zweigerlam, Aster, Amsterdam, Ost, Ost, am Pam, Pam, mit Rau, drunter in der Grenerau steht der Pimpantrocklau. Juhei, drunter in der Grenerau steht der Pimpantrocklau. Was ist auf dem Zweigerl? Ein wunderschönes Nesterl. Nesterlam, Nesterlam, Zweigerl. Jetzt hat's mich schon ausgehört, gell? Was ist. Nein, 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 ich bin noch nicht fertig. Was ist auf dem Zweigerl? Ein wunderschönes Nesterl. Nesterlam, Nesterl, Nesterlam. Jetzt ist es gegangen, weil ich mitzählt habe, nicht? Was ist in dem Nesterl? Ein wunderschönes Ohr, ein Ei. Ei im Ohr, Ohr im Ei, 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 Ei. Drunter in der grünen Au steht eine Kisten voll Ei. Oh, oh, oh. Was kriegen wir von dem Ei? Ein wunderguten Pfannkuchen. Ein wunderschönes Vogel. Ja, Vogel von Vogel, Vogel von Vogel. Kommt der Vogel geflogen. So hat's mir noch nie ausgehört, als wir heute. Was kriegen wir von dem Vogel? Ein wunderschönes Federl. Federl vom Vogel, Vogel vom Ei, Ei. No, das können Sie ja nicht denken, wie es weitergeht. Ne? Drunter in der Grenerau steht der Pimpantrocklau. Juhei, drunter in der Grenerau steht der Pimpantrocklau. Was kriegen wir von dem Federl? Ein wunderschönes Bett. Pfannkuchen im Bett. No. Astern im Bett. Was bringe ich denn alles ins Bett nehmen? Bett in der Auto, in der Grellerau steht der Bettstotsche blau. Wer liegt in dem Bett? Ein wunderschönes Dirndl. Dirndl am Dirndl, Dirndl. Jetzt komme ich von dem Dirndl wieder nicht weg. Dirndl in der Auto und in der Grellerau steht der Dirndl mit einer Frau. Wer liegt bei dem Dirndl? Ein wunderschöner Bue. Böbe, der gerne bebe, vom Federn, Federn, vom Vogel, Fuß, vom Eier, Mistel, Islam, zwei, zwei, ja, Master, Ast, vom Ost, Ost, und Papi, in der Tonne. Drückt in der Grenner Rau, steht der Pimpantrocklau. Juhei, drückt in der Grenner Rau, steht der Pimpantrocklau. Ja, wir sind Königstag.
100 Jahre wäre er heuer alt geworden, der Weißferdl. Berühmt wurde er mit dem Lied von der Linie 8. Zur Erinnerung an ihn, seinen Sketch von der Jungfrau im Walde. Jetzt ist mir die Luft ausgegangen. Ja, was mache ich nur? Blickzeug habe ich auch keins dabei. Ach Gott, mitten im Wald muss mir das passieren. Wenn jetzt ein Lustmörder kommt, dann bin ich verloren. Es war nichts, Gott sei Dank. Ja, was mache ich denn nur gerade? Was mache ich? Bis zur nächsten Ortschaft. Das dauert ja ein paar Stunden, bis ich da zu Fuß hinkomme. Da war es ja stockfinster und ich finde aus dem Wald nicht mehr raus. Ach Gott. Ach, ihr Bett. Vielleicht Geschichte Wunder. Au. Oh, heilige Cäcilie, meine Namenspatronin. Hilf einer alleinstehenden Jungfrau in ihren Nöten. Oh, heilige Notburger. Ach so, du bist ja für Feldarbeiter. Ja, der Christophorus, der ist für die Autofahrer. Ja, der wird sich mit den Radlfahrern nicht abgeben. Ja, gibt's denn gar keinen Heiligen, der mit dem Radl gefahren ist? Es nützt nichts, es nützt nichts. Oh, heilige 14.000 Nothelfer, bloß seiner Jungfrau Luft, nein. Ich krieg selber schon bald keine Luft mehr. Oh, heiliger Luftikus, fahr hinein! Dass ich wenigstens bis zum nächsten Fahrradmechaniker komme. Gottes Willen, jetzt kommt einer, der mir mein Teuerstes raubt. Oh, heilige Cäcilie, verwandle mich bitte in ein Maiglöckchen. Hilfe! 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 Warum schreist du denn so? Hat da jemand was du? Noch nicht. Aber ich erwarte es. So. Da kannst du lang warten. Ist die Luft ausgegangen, hä? Also sehen wird man nichts. Vielleicht liegt es ja bloß am Fintüschleicherl. Ja, was sag ich denn? Das Schleicherl hat ein Loch. Ach so. Da braucht man bloß den Gummi ein bisschen weiter aufschirmen und dann geht's wieder. So, jetzt pumpt was auf. Mein Gott, den hat mir der Himmel geschickt. Halt schon. Ein Mann weiß sich halt immer zu helfen. Ja, mit der Goschen, da hat sie weiberlei gut benannt. Aber sonst könnt ihr euch gar nicht helfen. Da haben Sie schon recht, ein weibliches Wesen ohne Mann ist eine halbe Sache. Ach so, meinst du? Ja. Weil mir das haben, was euch abgeht, hä? Ja, die Kraft. So, jetzt haben wir's schon. Wie soll ich Ihnen das danken? Ergebe ich ja dem Schmarrn, du. Leider habe ich kein Geld bei mir. Ja, dann gibst du mir halt ein paar Zigaretten, ne? Habe ich leider auch nicht. Ich rauche nicht. Ach, so. Ja, das wäre auch viel zu wenig für den großen Dienst, den Sie mir erwiesen haben. Sie Liebe, Sie Gute, Sie starker Mann, Sie! Nehmen Sie alles, was Sie wollen. Darf ich wirklich? Bitte. Gut, dann nimm ich das Radl. Hey! 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 Hey!
jetzt kommt der Formel-1-Wahnsinns-Käsloch Brutaljodler. Jodelmeister Thomas Scholl. Meine Damen und Herren, Maria Hellwig. Eine typisch bayerische Musik, die Blaskapelle Hans Niederleitner. Und in dem Sketch vom Weißferdl, die Jungfrau im Walde spielten, Willi Harlander und Ernie Singerl. Hoppla hopp, im Sauseschritt eilt die Zeit, wir eilen mit. Was war zum Beispiel im Jahr 1972? Können Sie sich noch daran erinnern? Die Olympiade war in München. Deutschland gewann die Fußball-Europameisterschaft. Den Münchner Taxifahrern wurde verboten, Lederhosen im Dienst zu tragen. Aber noch etwas geschah in dem Jahr. 1972 kam ein junges Talent auf die Welt, das wir gleich hören und sehen werden. Fachleute bestätigen uns, dass der kleine Martin sein Schlagzeug beherrscht wie ein junger Gene Krupa, und der ist uns ja bekannt. Jetzt aber werden wir unseren jungen, begabten Schlagzeuger Martin Engler kennenlernen. Wie schön, wenn man schon ganz klein anfängt und dabei ganz groß rauskommt. Martin Engler.
einfach toll, der Martin. Waren Sie schon einmal in Südirland, meine Damen und Herren? Es heißt, wer dieses grüne Land besucht, kommt in eine andere Welt. Die heitere, optimistische Lebenseinstellung der Iren spiegelt sich auch in den Redensarten. Zum Beispiel, Gott hat die Zeit gemacht. Von Eile hat er nichts gesagt. Bei uns sind die irischen Volkslieder ganz besonders beliebt, denn sie gehören ja zu den schönsten der Welt. Eine Kostprobe davon bekommen wir jetzt vom A Cappella Chor Madrigal 75 aus Südirland. Oh, Danny boy.
Unsere nächsten Gäste kommen aus Griechenland. Die griechische Folklore lässt sich ja auf Jahrhunderte zurückverfolgen. Schon die klassischen Olympischen Spiele im Griechenland der Antike waren nicht nur auf sportliche Leistungen beschränkt. Nein, es war ein Kampf der Wagen und Gesänge, so steht's bei Schiller. Genau wie bei uns hat auch in Griechenland jedes Gebiet seine eigenen Bräuche. Die folgenden Tänze stammen aus Nordgriechenland, und zwar aus Epirus, Thrazien und Mazedonien. Natürlich darf bei der griechischen Folklore der einschmeichelnde Klang der Bouzouki nicht fehlen. Lassen wir uns also entführen ins sonnige Griechenland vom griechischen Folklore-Ensemble Eleni Zaouli. Thank you.
Wieder heimatliche Klänge. Und zwar gesellen sich zu unseren drei Jugendorchestern noch drei junge Solisten. Werner Heckmann, Herbert Lange und Günther Beetz. Sie spielen für uns drei bekannte Melodien und Sie werden sehen, die drei sind die reinsten Gipfelstürmer auf ihren Trompeten. Also, viel Glück beim hohen F. Sie wissen ja, das liegt noch über dem hohen C. Und Ihnen, liebe Gäste, viel Freude. Thank you.
Unsere nächsten Gäste kommen aus Bulgarien. Die Bulgaren sind stolz auf ihre sehr alte Kultur. Erst vor ein paar Jahren feierten sie 1300-jähriges Bestehen ihres Staates. Der folgende Tanz führt durch die Jahreszeiten der bäuerlichen Arbeit vom Frühjahr bis zum Herbst. Und wenn die Ernte eingebracht ist, dann wird halt wie überall gefeiert und getanzt. Ich darf Sie nun um Ihre Aufmerksamkeit bitten für das bulgarische Tanz- und Folklore-Ensemble Balkanska Mladost. Thank you.
ein klingendes Grüezi aus der Schweiz. Von dort, wo Kuhglocken, Taler schwingen, Alperner und Jodler daheim sind. Aber noch was anderes ist daheim in der Schweiz. Droben auf der Alm die Senner, und die sind oft so lustige Leute. Da kommt ein Sommergast zu einem alten Senner und sagt: Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt quer über Ihre Wiese hinunter ins Tal laufe, bekomme ich da wohl noch den 14:30 Zug? Da meint der alte Schweizer lächelnd: Ja, sicher. Aber wenn Sie unser Stier erblickt, da kann es leicht sein, dass Sie sogar noch den Zug davor erwischen. Zu uns kommen jetzt die Hobbysänger Appenzell und das Alpernquartett Titlisgruß Engelberg mit schöner alter Schweizer Folklore. Thank you.
wieder wird es Herbst im Land, das Jahr wird langsam älter. Der Sommer reicht dem Herbst die Hand, die Nächte werden kälter. Doch auch der Herbst hat schöne Stunden, wenn Freunde durch Musik verbunden. Drum lade ich Sie alle ein zu einem klingenden Stelldichein. Und dazu begrüße ich ganz herzlich von der Volksoper Wien Melanie Holiday. Von seinen Gastspielen in Wiesbaden allen Opernfreunden hier bestens bekannt, Robert Gambill. Einen jungen Bassbariton aus Finnland zum ersten Mal im deutschen Fernsehen, Petteri Saloma. Meine Tochter Margot. Und den Botho Lukaschor. Sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt. Rote Blätter fallen, graue Nebel wallen, kühle Wiese weht.
stehen und wir hecheln, spinnen gar fein. Dann nähen wir uns Hemd und doch hopp, schwingen uns wohl zum Tanze. Dum, dum, dum. Es ist Feierabend, es ist Feierabend.
alles seiner Heimat zu. Ganz sachte schleicht die Nacht. Das war unser Folklore-Angebot am Samstagabend im ZDF. Ich hoffe nicht, dass ich Ihnen zu viel versprochen hatte. Vielen Dank allen Kollegen vor und hinter der Kamera, Ihnen, liebes Publikum, für Ihre Aufgeschlossenheit und Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie uns eingeschaltet haben. Ein schönes Wochenende noch und führt euch gut und bleibt gesund!